Oh weh, wenn ich mich wieder anguck, du. Oh, die viele Speck und an der Seite die Speckrolle. Oh nein, und, das sind aber keine Lachfältler mehr, das sind ja schon Furche, du. Meine Güte. Und sind es wirklich so viele graue Horsche? Also es darf doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, wenn man dem Spruch muss man nicht glauben, wenn man eins rauszupft, kommen gleich so viele, aber das ist wohl doch wahr. Oh Mensch, und ich könnte noch so viel mehr sagen. Weißt du, die Haare, die fies und... Schau mal, was da steht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Mich selbst? Das ist ja interessant. Ah, ja. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Oh, okay. Aha. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Vielleicht könnte ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit nehmen, Bibel zu lesen. Oh, ich habe mein Handy vergessen. Da könnte ich doch jetzt an mein Handy denken. Da müsste man vielleicht einmal wieder ein bisschen reingucken, erstmal. Ja, es dauert nicht mehr lang, dauert nicht mehr lang. Vielleicht noch ein paar WhatsApp-Nachrichten hier beantworten. Muss ja auch sein, gell? Ja. Was? Ja, ja, ich weiß, ich lese schon noch Bibel. Ich habe mir es fest vorgenommen, wirklich, aber TikTok, das könnte schon noch drin liegen, finde ich. Ja, ja. Vergangen. Neu. Also das hätte jetzt nicht... Ich wollte wirklich Bibel... Er hat mir es wirklich vorgenommen, Kat. Ich verspreche es. Aber... Oh, neu. Oh, so viel Zeit vergangen. Also, ich weiß auch nicht. Schau mal. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und... Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Ja, wird immer besser. Ja. Ach, hallo. Brauchst mich überhaupt nicht ansprechen. Du hast schon wieder dein Versprechen gebrochen. Du lässt mich ständig im Stich. Ich kann mich nie auf dich verlassen. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Willst du mir jetzt etwa auf die Nerven gehen? Das war so klar, dass du so reagierst. Du bist immer viel zu stolz, um deine Fehler zuzugeben. Ich? Ja, und du respektierst mich auch nie. Mädle, hier geht's nur um dich. Du stehst mal wieder hier im Mittelpunkt. Das brauche ich mir echt nicht antun. Du gehst mal gerade aus der Auge, weil damit brauche ich mich nicht beschäftigen. Das regt mich bloß auf. Und dafür will ich auch gar keine Zeit haben. Und das kostet mich nur Nerven. Das kostet mich wirklich nur Nerven. Also, ich weiß auch nicht, gell? Jetzt mal tief durch. Okay.
Wollen wir mal schauen, ob irgendwas da dazu, wie er in der Bibel findet? Ach so, ah ja. Okay. Hier zum Beispiel: Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Und da: Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Oh. Ja. Komm. Na, komm, du weißt, was zu tun ist. Ja. Ich bin bei dir. Dankeschön. Du, das vorhin, das war echt nicht gut von mir. Und ich bitte dich um Verzeihung. Kannst du mir vergeben? Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Okay, Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Das war unser Einstieg heute und ich finde, das sollte nicht in meine Predigtzeit zählen, oder? Ja, sobald die Kanzel da ist, kann ich auch richtig starten. Und zwar kann schon mal die nächste Folie angezeigt werden, der kann bleiben. Und zwar passend zur EM. Ich kenne jetzt den Spieler nicht, aber der gehört wohl zu England. Und er hat gesagt: Glaube ist alles, womit ich zu tun habe. Sogar im Fußball, wo ich versuche, ein Vorbild zu sein und Gottes Gnade und Herrlichkeit in meinem Leben zu zeigen. Das passt so gut zum Thema, deswegen habe ich euch dieses Zitat mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, da begegne ich Menschen und dann denke ich, oh, ja, so die Art, wie sie reden, wie sie sich verhalten. Das muss doch ein Christ sein. Kennt ihr das? Ja? Kennt ihr das? Dass ihr jemanden begegnet und dann schon ahnt, ja, das muss ein Christ sein. Ja? Und vielleicht hast du das auch mal geschafft, jemanden so direkt als Christ zu identifizieren. Vielleicht wurdest du ja auch gleich als Christ erkannt. Keine Handzeichen, demütige Gemeinde. Ich schieb's auf die Demut. Ihr wurdet bestimmt schon erkannt. Ja. Aber im schlechtesten Fall ist es so, dass vor dir jemand fährt mit einem fetten Fisch auf dem Auto und dann aber wie Sau fährt, ja, hupt, so wild gestikuliert, dass du denkst, entweder das ist so ein richtig charismatischer Pfingstler oder der ärgert sich gerade so richtig über den Fahrer vor ihm, ja. Und da denkst du dir, boah, hätte er den Fisch mal lieber weggelassen. Oder jemand, der mit so einem christlichen T-Shirt kommt, vielleicht noch dieses WWJD-Armbändchen, wenn ihr das kennt, und so zur Arbeit kommt, also das so richtig präsentiert, aber dann sich am laufenden Band über alles beschwert. Alles ist ungerecht und er hat immer die meiste Arbeit. Ja, oder vielleicht Christen, die ihre Nachbarn andauernd zum Gottesdienst einladen und auch ganz viele christliche Broschüren verteilen, aber für eine erschöpfte Mutter kein nettes Wort haben, sich über jede Regelverfehlung aufregen, die Kinder, die Nachbarskinder, die zu laut sind, anschreien. Ja, ich wünschte, ich hätte mir diese Sachen nur ausgedacht, aber leider entspricht es der Realität. Und mein Sohn Joel würde jetzt noch ein Beispiel hinzufügen, und zwar, oder Kinder, die in den Religionsunterricht gehen, aber andauernd schlechte Wörter sagen. Genau.
Ja, und das ist tatsächlich kein neues Phänomen. Friedrich Nietzsche, das ist ein großer Philosoph gewesen und ein Kritiker des Christentums, der sagte einmal, erlöster müssten die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Der hat natürlich auch kein Mitglied von Strahlender Freude getroffen, sonst hätte er das nicht gesagt. Ja, aber vielleicht kennst du so Christen, bei denen du dich einfach ehrlich fragst, sag mal, sind die eigentlich wirklich gläubig? Ehrlich? Manche Christen werfen doch wirklich kein gutes Licht auf Christus. Viele verlassen sogar Gemeinden, weil sie einfach so enttäuscht sind von den Christen dort. So viele Kinder aus gläubigen Familien, die wollen später überhaupt nichts mehr vom Glauben wissen, weil diese Diskrepanz zwischen dem, was sie zu Hause erlebt haben und dem, was sie in der Gemeinde gesehen haben, viel zu groß ist. Also, wo liegt das Problem? Wie können wir das angehen? Was können wir dagegen unternehmen? Wie schaffen wir es, erlöster auszusehen? Und deswegen lautet mein Thema heute: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der oder die Schönste im ganzen Land? Du! Du bist nämlich strahlend schön, denn die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Und für die Jugendlichen übersetzt, du bist eine 10 von 10. Ich möchte mit euch heute ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief anschauen, die einfach der Schlüssel dafür sind, wie du es schaffst, natürlich und authentisch heilig zu leben. Wir starten gleich mal in 2. Korinther 5, 17, wo es heißt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Genau. Das heißt also, wer mit Christus lebt, der ist ein neuer Mensch. Also du wirst es nicht erst, sondern du bist es bereits. Es ist deine aktuelle Realität. Es ist jetzt so. Ja? Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du nicht mehr derselbe. Denn dein altes Leben ist vorbei. Es liegt hinter dir. Nach deiner Bekehrung oder bei der Bekehrung, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du dich augenblicklich komplett verändert. Und das möchte ich euch kurz erklären. Wir glauben ja, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und diese drei sind so vielschichtig miteinander verknüpft und sie haben auch ganz viele komplizierte Wechselwirkungen. Aber es gibt ein sehr anschauliches Video von Andrew Womack, Geist, Seele und Leib. Und die Bibelschüler kennen es schon, aber ich kann es nicht lassen. Ich möchte einfach, dass jeder Einzelne das versteht. Und zwar, können wir mal das... Ich kann es selber machen. Vielleicht wunderst du dich über diesen Bibelvers. Ja? Wie kann das sein, dass ich eine neue Schöpfung bin? Wie kann es sein, dass ich komplett verändert wurde? Wenn ich mich anschaue, hier in diesem Spiegel, ja, dann sehe ich, ich habe immer noch meine paar Kilo zu viel. Ja? Meine Nase sieht immer noch so aus, wie sie eben aussieht. Also mein physischer Körper hat sich leider nicht verändert. Außerdem hat sich auch meine Seele nicht verändert. Mein Körper, also ich bin immer noch kein Genie, ja, ich muss immer noch lernen für gewisse Dinge. Ich mache mir oft Sorgen. Also auch meine Seele hat sich nicht spontan erneuert. Was bleibt übrig? Unser Geist. Und der wurde tatsächlich bei unserer Bekehrung komplett verändert. Und dein Geist, das heißt für dich, dass dein Geist jetzt so heilig, so perfekt, so rein, so vollkommen ist wie der von Jesus. Denn Gottes Geist, Jesu Geist wohnt in dir. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Vielleicht widersprichst du mir immer noch und sagst, ja, aber irgendwie kann es nicht sein. Ja? Gestern habe ich noch mit meinem Partner gestritten. Ich habe meine Kinder angeschrien. Ich habe meinen Chef angelogen, den Autofahrer vor mir beschimpft. Wieso, wenn ich eine brandneue Person bin? Wie kann das sein? Weil unsere Seele, das, was ihr in der Mitte hier seht, einfach... Unser Geist muss durch die Seele hindurch in unseren Körper, ja. Und viel zu oft ist unsere Seele, stimmt gar nicht mit dem überein, was wir in unserem Geist schon längst besitzen. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Ventil. Da ist so ein Ventil auf dem Männchen in der Mitte. Und wenn du das aufdrehst, ja, dann kann Gottes Geist durch deine Seele fließen und dann siehst du Veränderung.
Wenn du das aber nicht erkennst, wie vollkommen dein Geist ist, wer es noch nicht bemerkt hat, das ist so ein Fitnessgeist, ja, der ist jetzt ein bisschen dünner geworden, weil der ist jetzt voll perfekt. aber wer sagt, dass das perfekt ist? Der muss vielleicht auch ganz anders aussehen. Ja, aber wenn du das nicht erkennst, wie vollkommen dieser Geist ist, wenn das für dich keine größere Realität ist, als das, was du so im Spiegel siehst jeden Morgen, ja, dann kann diese Auferstehungskraft Gottes, die in dir ist, in deinem Leben komplett abgedreht sein, wie so ein Ventil von einer Wasserleitung. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Du kannst dann an Depressionen leiden, du kannst Ängste und Sorgen haben, du kannst Bitterkeit in dir tragen, Wut, während gleichzeitig in dir Liebe ist und Freude und Friede und Geduld und so weiter. Gleichzeitig. Ja, also, wie funktioniert es, dass wir die Seele verwandeln? In 2. Korinther 3,18 steht: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Paulus erklärt davor, dass du es vor deiner Bekehrung nicht erkennen konntest. Aber durch den Glauben an Christus kannst du jetzt Gottes Herrlichkeit sehen. Und tatsächlich ist das der Schleier. Das ist auch mein erster Punkt heute. Schaue auf die Herrlichkeit Gottes. Schau nicht auf das Ärgerliche, auf die Sorgen, auf die Umstände, auf irgendwie all das Schlechte, sondern schaue auf Gottes Herrlichkeit, ohne Schleier, mit klarem, ungehinderten Blick. Und wie kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen oder wo kannst du sie sehen? Ganz super einfach zum Beispiel in der Natur. Wo sind die Skifahrer unter euch? Oder diejenigen, die gerne wandern? Gibt es hier welche? Mensch, seid ihr so unsportlich oder traut ihr euch nicht? Okay, also. Hey, in den Bergen zu sein, das ist doch so herrlich, oder? Das hat doch der größte Künstler und Wissenschaftler aller Zeiten, hat sich das ausgedacht und das geschaffen. Kennt ihr das Lied, die Berge verkünden es her? Die Täler verkünden es her? Die ganze Schöpfung redet von der Herrlichkeit des Herrn. Wie könnte ich da schweigen? Mein Herz ist voller Freude. Unser Gott, er ist Herr, ist Herr. Außerdem siehst du im Gottesdienst Gottes Herrlichkeit. Du siehst sie in der Gemeinschaft mit anderen Christen, ja? Wenn du herzlich begrüßt wirst oder ermutigt wirst, wenn dir jemand zuhört, ja, nachfragt, dich unterstützt, dir hilft, für dich betet. Wenn du Gastfreundlichkeit erlebst, kannst du Gottes Herrlichkeit sehen. Im Lobpreis kannst du Gottes Herrlichkeit sogar spüren, ja? Gott liebt Musik und er freut sich daran. Vielleicht hast du es ja auch mal erlebt, dass du in den Lobpreis kommst mit vollem Beladen und dann spürst du einfach, wie so eine heilige Atmosphäre sich ausbreitet, wenn alle gemeinsam Gott singen. Im Gebet kannst du Gottes Herrlichkeit erleben, vor allem, wenn du auf sein Reden hörst. Und vor allem, ich kann es nicht lassen, im Hören und Lesen des Wortes Gottes. Also wenn du Predigten anhörst und die Bibel liest, das ist nämlich, die Bibel ist nämlich dein geistiger Spiegel, ja? Und da erfährst du nämlich, wie Gott ist. Und weil du ja auch der Spiegel von Gottes Herrlichkeit bist, heißt es, dass du auch so erfährst, wie dein Geist eigentlich geschaffen ist, ja? Durch den Heiligen Geist lebt die Herrlichkeit Gottes in dir. Im 2. Korintherbrief 3 versucht Paulus das zu erklären. Und zwar erzählt er, wie Mose auf den Berg Sinai gegangen ist, um die 10 Gebote zu empfangen. Und er sieht dort Gottes Herrlichkeit. Durch das Reden mit Gott beginnt Mose sein Gesicht zu leuchten. Das Volk Israel konnte diesen Anblick noch nicht mal ertragen. Er musste sein Gesicht verhüllen, weil diese Herrlichkeit sie so geblendet hat, ja. Und dieser Glanz verging aber, weil er gehörte zum alten Bund. Und dieser alte Bund, den konnte man nicht erfüllen. Die Anforderungen waren einfach zu hoch. Aber wir leben im neuen Bund, ja? Und deswegen, der besagt, dass durch den Heiligen Geist Gottes Herrlichkeit in uns lebt. Wenn du einen Raum betrittst, dann änderst du die Atmosphäre in diesem Raum, weil der Heilige Geist anwesend ist. Wenn du einen Raum betrittst, dann kommt der Frieden rein. Weißt du das? Ich habe das mal erlebt.
Und zwar hatte ich einen Unterrichtsbesuch damals im Referendariat und ich war sehr nervös davor, weil die Klasse sehr laut war und frech und ich dachte, oh, hoffentlich drehen sie nicht voll durch, wenn da hinten der Lehrbeauftragte sitzt und der Rektor und mich beurteilen. Und dann habe ich davor gebetet und ich habe gesagt, Heiliger Geist, erfülle du diesen Raum. Lass es für jeden spürbar sein, dass du hier bist. Anschließend bei der Nachbesprechung mit dem Lehrbeauftragten, dem Rektor, haben sie dann gesagt, sie waren sehr erstaunt, was für eine angenehme, positive Atmosphäre mit Betreten des Raumes spürbar war. Und sie haben mich gelobt, sie haben gesagt, es war so eine friedliche und positive Ausstrahlung, so optimale Lernbedingungen. Wieso? Das ist der Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Ja? Steht einmal ganz kurz zusammen auf. Wir wollen das zusammen sagen. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Und jetzt sagen wir das nochmal und wir machen es mit einer Geste. Ich habe nämlich neu gelernt, der Körper geht voran und die Seele folgt. Also, die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Und wir sagen es noch ein letztes Mal. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich möchte euch das mal kurz psychologisch erklären, ja, so ganz kurz. Jeder von euch hat Glaubenssätze abgespeichert, ja? Das ist das, was du über dich und die Welt denkst. Glaubenssätze sind sozusagen die Struktur deines Denkens und Handelns. Du funktionierst nach diesen Glaubenssätzen. Die sind dir nicht bewusst und sie entsprechen oft gar nicht der Tatsache, aber du hast sie so abgespeichert. Das kannst du mit einem Computer vergleichen, ja? Der Computer wurde von einem Menschen programmiert. Das heißt, eine Person erstellt Befehle, die im Hintergrund laufen. Du kannst diese Programmierung nicht sehen, ja? Aber sie ist vorhanden, weil dein Computer funktioniert entsprechend dieser Programmierung. Also du kannst etwas öffnen, zum Beispiel einen Doppelklick drauf machen und dann öffnet sich ein Dokument. Aber irgendjemand hat es ja so eingestellt, dass das passiert, wenn du einen Doppelklick machst, dass sich dieses Dokument öffnet. Ja? Und so ist es auch bei dir. Im Laufe deines Lebens wurden da verschiedene Glaubenssätze über deine Identität, darüber, wer du bist, abgespeichert. Von verschiedenen Menschen, durch bestimmte Umstände und Situationen wurdest du geprägt. Und das beginnt schon im Mutterleib. Ja? Du kannst da nichts dafür. Aber es erklärt, warum du manchmal so reagierst oder dich so verhältst, wie du es nun mal tust. Am Beispiel von Straßenkindern sieht man es sehr deutlich. Kennt jemand von euch das Buch Nicht wie bei Räubers? Ja, das habe ich als Kind gelesen und mir ist erst jetzt bewusst geworden, was für eine geistliche Wahrheit darin steckt. Ja? Es geht um einen Räuberjungen, der von Jesus befreit wird. Und jetzt lebt er in einem Königspalast. Er bekommt weiße Kleider, er lebt an einem sicheren, geborgenen Ort. Er wird versorgt vom König, er hat alles, was er braucht. Aber es dauert, bis er sich an dieses Leben gewöhnt. Anfangs steckt er sich morgens noch Essen in die Taschen, weil er einfach Sorge hat, dass es vielleicht am nächsten Tag nichts mehr gibt. Wieso macht er das? In seinem Leben bei den Räubern, da hat man ihn sehr schlecht behandelt. Ja? Keiner hat sich um ihn gekümmert. Er musste immer für sich selbst kämpfen. Niemand hat sich für ihn interessiert. Er musste einfach damit rechnen, dass er betrogen wird oder reingelegt wird. Und weil er das erlebt hat, hat er bestimmte Glaubenssätze abgespeichert. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich muss mich immer selbst versorgen. Ich kann mich auf niemanden verlassen. Ich darf niemanden trauen. Ja? Und dementsprechend verhält er sich auch. Er hat Angst, zu kurz zu kommen. Er isst ganz schnell, damit ihm niemand was wegnimmt. Er legt seine Kleider noch nicht mal zum Baden ab, damit sie ihm keiner klaut. Er drängelt sich vor, sonst bekommt er doch nichts. Ja? Und du bist vielleicht kein Räuberjunge, aber auch du hast unbewusst Glaubenssätze abgespeichert. Und vielleicht denkst du, ich bin so uninteressant und langweilig, nicht so toll wie die anderen. Ich bin unbeliebt, keiner mag mich, ich bin unbegabt, ich kann das nicht. Ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann mich nicht ändern, ich bin halt so.
Und wie äußert sich das in deinem Verhalten? Vielleicht bist du unzufrieden und rastlos. Vielleicht versuchst du immer mit aller Gewalt die Aufmerksamkeit von anderen zu gewinnen. Oder du hast Angst, von anderen enttäuscht zu werden, Angst vor Ablehnung oder Angst, andere zu enttäuschen. Du hast Angst, im Stich gelassen zu werden. Du machst dir große Sorgen, kannst deinem Partner nicht vertrauen. Vielleicht kannst du noch nicht mal ein Bild von dir anschauen. Ja? Ruhelos sein, nicht genießen können. Oder du denkst, dass du dir Leistung erarbeiten musst, Liebe erarbeiten musst. Ja, und wenn deine Identität aber in Christus ist, dann weißt du, dass du vollkommen geliebt bist. Mit diesem eingespeicherten Glaubenssatz lebt man ganz anders. Deswegen schau in die Bibel. Sie ist dein geistiger Spiegel. Du schaust hier rein und du erfährst, wie dein Geist aussieht, wie du als neuer Mensch aussiehst, nämlich wertvoll und wunderschön, als Ebenbild Gottes geschaffen, ein Kunstwerk des größten Künstlers aller Zeiten. Du bist geliebt, so sehr, dass Gott seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat, nur damit er die Ewigkeit mit dir verbringen kann. Du bist nicht einsam, denn der Heilige Geist lebt in dir. Du bist heilig, du bist der Sünde gestorben. Du hast inneren Frieden, denn Jesus hat deine Sorgen und deine Ängste, Depressionen auf sich genommen. Du bist sanftmütig, gütig und barmherzig, weil Jesus es ist. In der Bibel sehen wir die ganzen Wahrheiten über Christus. Wir lernen sein Leben kennen und wir erkennen daran, wie wunderbar Gott ist. Wir schauen auf Gottes Herrlichkeit, wir beginnen sie zu verstehen und anzuwenden und werden verwandelt. 2. Korinther 3,18. Und der Geist des Herrn, Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Meine Tochter Jalin, die wird jetzt bald 7 Monate alt und ich glaube, sie mag mich. Immer wenn ich komme und sie anschaue, dann strahlt sie mich so begeistert an, ja. Und ich kann gar nicht anders, als zurückzustrahlen, ja. Es ist, wenn dir jemand so begegnet, so strahlend, du kannst nur zurücklächeln. Und so stelle ich es mir mit Gottes Herrlichkeit vor, ja. Du schaust sein Strahlen an und du kannst gar nicht anders. Du wirst angesteckt davon, ja. Wenn du seine Herrlichkeit ansiehst, dann macht es was mit dir, das verändert dich. Und die Herrlichkeit, die der Heilige Geist den Gläubigen verleiht, die ist sogar noch schöner und währt noch länger als diese Herrlichkeit, die Mose damals auf seinem Gesicht hatte. Ja? Und mit wachsender Erkenntnis, da hilft der Heilige Geist uns, dass wir uns ändern, dass wir Christus ähnlicher werden. Und das ist jetzt wirklich ein Prozess. Das passiert tatsächlich nicht in einem Augenblick. Je mehr wir Gottes Wort verinnerlichen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Stück für Stück bekommst du neue Werte, neue Einstellungen, neue Verhaltensweisen. Und das möchte ich dir kurz verdeutlichen. Diese Dose bist du, gefüllt mit dem Wort Gottes. Die Herrlichkeit Gottes lebt in dir. Ja? Doch jetzt kommt der Alltag. Umstände, Sorgen, Krankheit, allerlei. Was passiert? Jemand demütigt dich, jemand schreit dich an, jemand provoziert dich. Aber was ist? Du hältst dem Druck stand. Du lässt es nicht in dein Herz rein, weil du weißt, meine Identität ist in Christus. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Und ich gebe dem Druck nicht nach. Es ist mir egal, was andere über mich sagen, allein Gottes Urteil zählt. Okay? Danke, Sven. Diese Dose ist nicht gefüllt mit dem Wort Gottes. Ja? Diese Dose weiß nicht, dass sie gefüllt ist eigentlich oder gefüllt sein kann mit der Herrlichkeit Gottes. Ja? Der Alltag kommt, Umstände, Sorgen, du wirst angeschrien, du wirst fertig gemacht, provoziert. Was passiert?
Du hältst dem Druck nicht stand. Das Pfand schuldest du mir jetzt. Dankeschön. Das Großartige ist, Gottes Herrlichkeit beeinflusst nicht nur dein persönliches Leben, sondern es geht sogar über dich hinaus und berührt andere Menschen. Deswegen lass die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Und zwar nicht nur im Gottesdienst. Setze keine Masken auf. Du kannst nach außen freundlich lächeln und den Strahli abgeben. Und tief im Innern dennoch unglücklich und unzufrieden sein. Setz dir keine frommen Masken auf. Du musst dich nicht stets gut gelaunt präsentieren, um andere von deinem Glauben zu überzeugen. Das wird auch gar nichts bringen. Denn etwas vorspielen kannst du nur eine gewisse Zeit lang. Und das möchte ich euch kurz an einer Geschichte verdeutlichen. Während der Französischen Revolution waren viele Adlige auf der Flucht vor den Bürgern, die sie stürzen wollten. Die Bevölkerung, die war wirklich sehr, sehr wütend auf den Adel und sie erhängten jeden Adligen, den sie erwischten. Denn die Adligen, die haben so teuer und verschwenderisch gelebt auf Kosten der Bürger, der Bauern und so weiter. Die haben gehungert, während der Adel mehr Kleider hatte als Tage im Jahr. Ja? Und sie waren also wirklich wütend. Und eines Tages ging ein hochgestellter Hofbeamter in ein Gasthaus, um zu frühstücken. Und er wusste natürlich, er würde gejagt werden. Deswegen hat er sich in Lumpen gekleidet, um nicht erkannt zu werden. Und als dann der Kellner fragte, was er denn bestellen möchte, da bestellte er in gewohnter Manier 10 Eier als Rührei. Plötzlich verstummten alle Gespräche in diesem Gasthaus. Wieso? Kein Bürger konnte es sich leisten, 10 Eier zu frühstücken. Ja, daran hat man ihn erkannt. Obwohl er sich gut verkleidet hat und überzeugend aufgetreten ist, hat ihn seine Gewohnheit letztlich doch verraten. Und so ist es auch bei uns. Eine gewisse Zeit können wir vorgeben, jemand anderes zu sein. Unter Druck aber zeigt sich dann unser wahres Gesicht. Unser wirklicher Charakter kommt dann zum Vorschein. Und ich habe letztens ein richtig gutes Zitat von Monika Flach gehört. Da heißt es, oft leben wir in der alten Schöpfung, fromm angestrichen, statt in der neuen Schöpfung. Wie könnte die Maske bei dir im Leben aussehen? Ganz konkret, was könnte es sein? Vielleicht sitzt du in der Predigt und du rufst, ja, Amen dazu. Das Wort Gottes ist so wichtig, was ich grundsätzlich sehr ermutigend finde übrigens. Aber zu Hause ignorierst du das Wort Gottes. Oder du singst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber zu Hause verschwendest du deine Zeit mit WhatsApp, YouTube, Insta, Netflix, TikTok, Zocken. Was könnte ich noch alles aufzählen? Wie viel Zeit nimmt denn dein Bildschirm ein und wie viel Zeit nimmt das Lesen des Wortes Gottes ein? Du bist vielleicht bei allen Aktionen in der Gemeinde tatkräftig dabei. Aber wenn zu Hause jemand zu dir sagt, kannst du mir bitte helfen, dann hast du keine Zeit und keine Lust. In der Gemeinde bist du vielleicht total liebevoll, herzlich, begrüßt alle so lieb, aber zu Hause interessierst du dich nicht mal für deine Kinder. Vielleicht hebst du hier deine Hände im Lobpreis und drohst damit zu Hause Schläge an. Sich zu verstellen kostet unglaublich viel Kraft. Irgendwann bricht doch hervor, was in deinem Innern ist. Aber du musst dich nicht bemühen, etwas zu verstecken und deine christliche fromme Rolle zu spielen. Du bist bereits ein neuer Mensch. Amen.
Gib dem Heiligen Geist die Möglichkeit, in dein Leben zu sprechen, dich zu führen, deinen Charakter Stück für Stück zu verändern, damit du Jesus ähnlicher wirst. Von innen heraus, nicht übergestülpt. Wenn du den Geist Gottes sein Werk in dir tun lässt, dann scheint das nach außen. In 2. Korinther 3, 5 bis 6. Irgendwas mache ich falsch. Macht ihr das kurz? Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führte in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Also mach dir keinen Druck, verfall nicht in Selbstverdammnis. In 2. Korinther 3, 17. Okay, es klappt irgendwie nicht. In 2. Korinther 3, 17 heißt es, wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, du bist frei. Ja? Und wie könnte es in deinem Leben aussehen, wenn der Heilige Geist dich tatsächlich leitet? Stell dir vor, du gehst einkaufen, du bist am Aldi und dann kommt so jemand richtig Freches und drängelt sich an der Kasse vor. Und du willst dich gerade aufregen, aber dann hörst du das Reden des Heiligen Geistes, der sagt, immer schön lächeln, bleib freundlich, lass ihn vor, sag nichts dagegen, lächel ihn an, seh gütig über die Fehler anderer hinweg. Oder dein Nachbar ist viel zu laut und er macht die Kehrwoche nicht, aber du grüßt ihn trotzdem freundlich. Oder dein Chef ist unzufrieden, die Projekte laufen nicht so wie geplant und du fühlst dich eigentlich total überfordert. Aber du erinnerst dich daran, dass du nicht allein bist. Der Heilige Geist gibt dir Kraft in diesen herausfordernden Zeiten. Du kannst mit Zuversicht das Projekt anpacken, weil du weißt, Gottes Herrlichkeit begleitet mich. Oder deine Kollegen sind pessimistisch. Die Firma schließt wahrscheinlich bald. Alle sehen schwarz, aber du siehst die leuchtende, hoffnungsvolle Herrlichkeit Gottes. Oder du kannst Politiker nicht leiden. Sie sagen dumme Sachen, sie treffen schlechte Entscheidungen und alle ziehen über sie her. Aber statt mitzulästern, statt Videos weiterzuleiten, betest du für sie und segnest sie und leitest es nicht weiter. Oder du bist Leiter und du wirst übergangen. Eine wichtige Entscheidung wird getroffen, ohne dass du überhaupt gefragt wirst. Und am liebsten willst du alles hinwerfen. Aber du machst demütig und treu weiter. Deine Kinder diskutieren mit dir, sie nerven unglaublich und sie machen nicht, was du sagst. Aber du schreist sie nicht an, du erklärst es ihnen zum 10. Mal geduldig, du nimmst sie in den Arm und du sagst ihnen, wie sehr du sie liebst, weil dein Vater auch ein liebender, gnädiger Vater ist, der dich nicht ablehnt, wenn du nicht tust, was er möchte. Deine Eltern reizen dich vielleicht total. Ständig musst du die Spülmaschine ausräumen. Aber du tust es fleißig und voller Freude, als wäre es für den Herrn. Vielleicht hat es dein Vater überhaupt nicht verdient, dass du ihm vergibst, so wie er mit dir umgeht, mit deiner Mutter umgeht, wie er austickt. Aber du hörst auf den Heiligen Geist und du vergibst ihm trotzdem. Vielleicht ist auch dein Ehemann jemand, der dich ungerecht behandelt. Nichts machst du ihm recht. Er bevorzugt seinen Job, seine Dienste, während du schuftest wie ein Esel und ungesehen bleibst. Gott sagt, ich sehe dich und ich habe Freude an dir. Und eins füge ich noch hinzu, da hatte ich einen Traum. Habe ich einen Mann gesehen, wie er vor dem Küchenfenster steht und seine Frau beobachtet, wie sie aufräumt. Und dabei denkt er, sie, eigentlich liebe ich sie nicht mehr und ich will sie verlassen. Aber Gott spricht zu dir, ich bin treu, sei du ebenso treu, entscheide dich dafür. Wenn der Traum dich angesprochen hat, darfst du gerne später auf uns zukommen.
Weißt du, es müssen nicht die krassen Erlebnisse sein, wo jemand aus dem Rollstuhl aufsteht oder so. Es reichen auch schon diese kleinen Situationen im Alltag. Die zeugen davon, dass du vom Heiligen Geist geleitet wirst. Vielleicht sogar noch viel mehr. Deine Hausaufgabe heute. Schaue auf die Herrlichkeit Gottes und schaffe gute Gewohnheiten. Zum Beispiel, mache einen Gebetsspaziergang. Nimm das dir doch mal für die nächste Woche vor. 10 Minuten einmal ums Haus spazieren und währenddessen einfach nichts tun, nichts anhören, als einfach nur beten. Und bestaune einfach mal Gottes Handwerk, ja? Und außerdem tanke regelmäßig Gottes Wort, immer und immer wieder. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich habe einmal die Bibel durchgelesen. Das reicht nicht. Mach immer weiter, weiter und weiter. Du tankst ja auch dein Auto nicht nur einmal und dann nie wieder, oder? Du würdest stehen bleiben. Wenn du keine Zeit zum Lesen hast, dann hier ein richtig guter Tipp. Ich habe tatsächlich wenig Zeit, mich hinzusetzen und zu lesen. Deswegen höre ich die Bibel-App, ja? YouVersion Bible-App, kostenlos, mit tollen Übersetzungen. Kauf dir gute Kopfhörer und hör einfach das Wort Gottes nebenbei bei dem, was du tust, ja? Oder wenn du dich ins Auto setzt und zur Arbeit fährst, hey, mach dir Lobpreismusik an, mach dir eine Predigt an, hör dir das Wort Gottes an. Zweitens, sprich zu dir selbst, die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Lasst uns das nochmal zusammen machen. Kommt, steht auf, ganz kurz. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Amen. Noch einmal. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Wer von euch hat denn einen Spiegel zu Hause? Ja, oh, ein paar, super. Morgens, das Erste, was du machst, noch bevor du deine Zähne putzt, sprichst du dir selbst zu in den Spiegel. Die Herrlichkeit Gottes lebt in mir. Und am besten, wenn du vergesslich bist, dann klebst dir auf deinen Spiegel drauf, ja, oder schreibst übertrieben mit Lippenstift drauf oder so. Und wenn du auch zwischendrin noch eine Erinnerung daran brauchst, dass die Herrlichkeit in dir lebt, dann kleb dir einen Zettel an die Haustür, an dein Lenkrad, an die Kaffeemaschine, an deinen Kühlschrank, an deinen Arbeitsplatz, mach's als dein Handy-Hintergrund. Unterstütze dich selbst und deine Vergesslichkeit, indem du dich immer wieder daran erinnerst. Und dann der dritte Punkt, deine Hausaufgabe, und zwar jetzt direkt. Wenn wir jetzt gleich Lobpreis machen, dann bitte doch mal den Heiligen Geist, dir zu zeigen, in welchem Bereich du noch wachsen darfst. Lege deine Masken nieder. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, woran er bei dir arbeiten möchte. Wisst ihr, es gibt vielleicht ein paar Supergeistliche, die denken sich, gut, dass du es sagst. Das habe ich mir schon lang gedacht. Und hoffentlich hat der da auch gut zugehört. Der lebt nämlich überhaupt nicht so. Aber Gott sagt, du bist für dich selbst verantwortlich. Und erst wenn jeder von uns, inklusive mir, sich davon angesprochen fühlt, kam die Botschaft richtig an. Und manche sagen vielleicht, ja, es hört sich schon gut an. Ich habe es auch schon versucht, aber ich bin halt so. Ich kann das halt nicht. Nein, du bist so. Gott sagt, du bist ein neuer Mensch. Der Herr schenkt dir Gelingen. Die Frage ist einfach nur, ob du bereit bist, immer wieder aufzustehen und es weiter zu versuchen. Wisst ihr, unser Jesus ist so toll. Er hat die Herrlichkeit des Himmels. Die Herrlichkeit des Vaters hat er zurückgelassen, um dir die Augen zu öffnen. Er hat diesen Schleier von deinen Augen entfernt, damit du seine Herrlichkeit erleben kannst. Er hat den Tod auf sich genommen, damit diese Herrlichkeit in dir leben kann. So sehr liebt er dich. Er hat dir seinen Geist geschenkt. Wenn er dich anblickt, sieht er eine Person, die Herrlichkeit Gottes widerstrahlt. Jetzt schon. Und jetzt stell dir einmal vor, wenn das, was wir heute gehört haben, wenn jeder von uns beginnen würde, sein Leben vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Strahlend schöne Christen. Du bist mit dir zufrieden und deswegen auch zufrieden und gnädig mit deinem Nächsten.
Du weißt, du bist geliebt und deswegen kannst du genauso lieben. Wie wird's in deiner Familie aussehen? Jeder will für den anderen nur das Beste. Kinder wundern sich über ihre gelassenen, geduldigen Eltern. Und Eltern wundern sich über ihre vernünftigen, fleißigen Kinder. Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Niemand mehr, der die Gemeinde verlässt, denn da ist die Herrlichkeit Gottes gebündelt zu sehen. Hoffnung macht sich in unserer Gesellschaft breit. Nationen verändern sich. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte von mir zu Hause erzählen. Und zwar, ich habe mal in einem Heim für schwer erziehbare Jungs gearbeitet. Und da habe ich mal mit einem der Jungs geschimpft. Und als ich angefangen habe zu schimpfen, ich wurde ein bisschen lauter, da ging er so in die Abwehrhaltung, ja. Er hatte Angst, geschlagen zu werden. Ich weiß nicht, was seine Glaubenssätze sind, die er abgespeichert hat. Meine Kinder zucken gar nicht vor mir. Im Gegenteil, sie lassen ihre Emotionen frei raus, weil sie wissen, das ist für mich sehr anstrengend, ja, aber sie wissen, ich bin bei Mama sicher. Ja? Ich kann alles rauslassen, ich darf sagen, was ich denken fühle. Mama lehnt mich nicht ab, die liebt mich trotzdem. Und mein Sohn Josia sagte letztens mal zu mir, gell Mama, mich liebst du am meisten. Und das Witzige ist, der Janis denkt das Gleiche bei David. Ja? Der David fragt, was meint ihr, wen ich am meisten liebe? Und er sagt, mich. Ja? Also die fühlen sich so geliebt, dass sie sogar denken, sie wären die Geliebtesten. Ja? Und es gibt einen Jünger in der Bibel, der sich auch für den Geliebtesten hielt. Vielleicht war er gar nicht der Lieblingsjünger. Vielleicht dachte er nur, mich liebt er so besonders, weil er begriffen hat, wie die Liebe Jesu ist. Seine Identität war in Christus gegründet. Er wusste, ich bin so geliebt. Mehr geht gar nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir das heute begreifen. Dass wir diese Liebe Gottes begreifen und uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist unser Leben verändert, dass wir diese Liebe in die Welt hinaustragen. Schau in die Bibel, sie ist dein geistiger Spiegel. Und wenn du heute zugehört hast und dir nicht sicher bist, ob du wirklich eine neue Schöpfung bist, dann komm nach vorne. Hier sind Menschen, die gerne zusammen mit dir beten. Die Pastoren und Ältesten kommen jetzt nach vorne. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, dann komm vor und nimm das in Anspruch. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Ich bete noch zum Schluss. Gott, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Danke, dass du unseren Schleier entfernt hast und dass wir dich klar, ungehindert erkennen können. Dass wir deine Herrlichkeit sehen, wo wir auch sind. In der Natur, in unserer Familie, in der Gemeinde sehen wir deine Herrlichkeit. Danke, dass du sie in uns hineingelegt hast und dass du uns helfen möchtest, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Heiliger Geist, öffne du uns jetzt bitte die Augen. Hilf uns, Masken niederzulegen. Hilf uns zu erkennen, wo wir an uns arbeiten möchten und müssen. Herr Jesus, und mach du uns zu einem Licht, einem strahlenden Licht, das andere anzieht, das andere begeistert, weil sie so erkennen, dass du der Gott bist, der einzig wahre, lebendige Gott. Danke, Heiliger Geist, dass du uns auch die Kraft gibst und dass du uns in siegreiche Menschen verwandelst. Amen.